Wo bleibt denn bitte der Enthusiasmus? Immerhin steht das nächste Kapitänsspiel auf der Matte. Und mit ihm eine neue Chance, noch länger ein Promi unter Palmen zu bleiben. Liebe Promis, ihr spielt heute das Kapitänsspiel Duell der Knallköpfe. Der was? Der Knallköpfe. Ihr tretet bei diesem Spiel einzeln an. Im Garten stehen drei Holzbögen. An diesen drei Holzbögen hängen 15 gelbe Ballons, in denen sich Quizfragen befinden. Oh nee. Es zählt immer nur eure erste Antwort. Viel Erfolg. Ach du Scheiße, was ist denn das? Der Kaktus. Kommt sie das doch mal an. Hör mal, das ist doch Obert-Couture, Claudia, das sind doch deine Klamotten. Und das sieht ja genauso grässlich aus. Da steckt die Grütze durch. Das sieht ja grässlich aus. Es heißt ja auch Duell der Knallköpfe und nicht Germany's Next Topmodel. Die Spieler treten getrennt nacheinander an. Oh mein Gott, das hängt voll hoch. Die Balkenhöhe wird individuell angepasst. Die Fragen leider nicht. Oh, krieg ich das Ding auf mit meiner Palme hier? Notfalls dürfen die Ballons auch zerbissen werden. Ja, passt. Los geht's. Wer sackt die meisten richtigen Antworten ein? Geil. Es reicht aber nicht, vom Siegeswillen angestachelt zu sein. Man muss auch die Ballons zerstechen. Leck mich doch. Hier hilft nicht lecken, sondern treffen. Wo ist denn die Frage? Ach, die hängt auch noch da dran. Ich dachte, die kommt raus. Was ist ein Vater Binär? Was ist ein Veterinär? Ja, muss ich das jetzt mit dem Wort erklären? Ein Vater? Jemand, der in der Armee gedient hat? Also ich kenne Veterinärsamt. Was ist ein Veterinär? Ein Arzt? Ein Tierarzt. Ach, was wüsste ich? Ja, komm, wir machen das Nächste. Meine Schwäche ist halt Stress, ne? Wenn ich Stress habe, habe ich auch des Öfteren mal ein Blackout. Ne? Da fällt ja manchmal die leichteste Antwort nicht ein. Und im Nachhinein denkst du dir, oh, na klar, Mensch. Was trinkt eine Kuh? Milch? Nein, Scheiße, Wasser! Oh. Pech, nur die erste Antwort gilt. Aus wie vielen Buchstaben besteht das Resultat von 2 und 7? 9. 11. 4. Kein Buchstabe, das ist eine Zahl. Obwohl 9. N-E-U-N. 4. Die Einsicht kommt zu spät. Mann, Scheiße. Ich war wirklich vor manchen Fragen standig und dachte mir so, ey, was ist das denn? Hab ich noch nie gehört. Wer erfand die Realität? Wer erfand die Relativstheorie? Was ist das denn? Relativitätstheorie. Keine Ahnung, ist mir egal. Woher soll ich denn das wissen? Wer erfand die Relativitätstheorie? Antwort: Albert Einstein. Immerhin einer. Das sind ja aber Fragen, das ist ja unglaublich. Sätze auf jeden Fall schon verkackt. Hier ist aber nicht nur Wissen, sondern auch Cleverness gefragt. Wie viele Monate haben 28 Tage? Einer. Aber ein Monat hat doch entweder 30 Tage oder 31. Einer, der Februar. Februar? Ein Monat, der Februar. Der 28 hat nur der Februar immer im Schaltjahr. Oder? Mann, das war peinlich. Fällt auch der hirngesteuerte Bastian auf die Fangfrage rein? Wie viele Monate haben 28 Tage?
alle 12. Sehr gut. Das Springen hier fördert meinen Darm, ich merk's schon. Der Sohn deiner Schwester ist dein. Der Sohn deiner Schwester ist dein. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Ist eigentlich einfach. Nichte! Mein Neffe. Nein, warte. Neffe, Neffe, das männliche Neffe. Leider zählt immer noch die erste Antwort. Oder zum Glück. Nee, mein Bruder. Ach, nee, scheiße. Oh, ich komm nicht dran. Ein Sprichwort lautet, nachts sind alle. Das habe ich noch nie gehört, das Sprichwort. Ein Sprichwort lautet, nachts sind alle wach. Lichter aus. Nachts sind alle Katzen schwarz. Nachts sind alle Katzen grau. Das habe ich ja noch nie gehört, das Sprichwort. Ich kenne eigentlich viele Sprichwörter, was weiß ich, betroffene Hunde bellen und so ein Triss, ne? Aber das Sprichwort zum Beispiel habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört. Noch nie. Herzlich willkommen im Bildungsfernsehen. Hey! Bin ich blöd? Fick dich. Was hat 21 Augen und kann doch nicht sehen? Hätte es 2 Augen und könnte nicht springen, dann würde die Antwort Matthias lauten. Oh, leck mich doch. Janine durchforstet im Kopf die sächsische Fauna, kommt aber nicht drauf. Wahrscheinlich irgendein Tier, aber was für eins? Ein Oktopus. Oktopus, zu Deutsch Tintenfisch. Schlangen? Was hat 21 Augen? Ein Würfel. Ein Würfel? Ein Würfel. Wenigstens ein paar Knallköpfe waren die Ehre. Boah. Im Gegensatz zu ihrer Würde. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Womit fängt der Tag an? Mit Licht. Hinweis, Antwort hat nichts mit der Sonne zu tun. Ach so. Oh, das ist eine Frage. Also irgendwas hier mit Norden und Dingsbums. Mit dem Hahnschrei? Mit dem Morgengrauen. Ja, mit 12 Uhr, ne? Womit fängt der Tag an? Und hört die Nacht auf mit Tee. Wie läuft es denn bei Albert Einstein? Von der Spielanleitung hat mir dieses Spiel ganz gut gefallen. Mir haben nur die Fragen nicht gefallen. Solche Scheißfragen habe ich erwartet. Wie viele nackte Friseusen besingt Mickey Krause? Die meisten Fragen waren reine Klamauk-Fragen. Die jüngere Leute, die eigentlich von Allgemeinbildung unbeleckt sind, genauso gut beantworten können. 10 nackte Friseusen. 10! 10 nackte Friseusen, 10. Woher soll ich wissen, der ich seit 15 Jahren gar nicht mehr in Deutschland lebe, wer Mickey Krause ist? Wie viele nackte Friseusen besingt Mickey Krause? Alle nackten Friseusen. Sind alle Fragen geklärt, geht's zurück in den Ring. Patrick! Erst. Gut. Scheiße. Fuck. Fick die Kuh, ehrlich. Rotze. Wie kann man so dumm sein, ehrlich? Ich will mich richtig aufregen über mich selber. Ich will jetzt nicht sagen, dass Tobi hier nicht in der Pastete hat, aber Tobi ist halt, was Kraft angeht, ne? So Kraft, Power, Ausdauer, da ist halt Tobi top drin. Ich habe manche Sachen einfach noch nie gehört oder irgendwie damit irgendwie
in Konfrontation gewesen, dass man sich irgendwie darüber unterhalten hat oder sowas. Also das war mir halt total neu. Ja, und vielleicht bin ich auch dumm oder so, keine Ahnung, aber ja. Wer ist der Schlauste in diesem Haus? So. Ich glaube, ich habe richtig verkackt und möchte auch, glaube ich, das Resultat gar nicht hören oder wissen. Liebe Promis. Ja. Soeben seid ihr alle zum Kapitänspiel-Duell der Knallköpfe angetreten. Bastian hat 11 Fragen richtig beantwortet, Matthias hat 10 Fragen richtig beantwortet. Ihr seid damit die neuen Kapitäne. Ja! Yes! Glückwunsch. Vor der nächsten Nominierung und bis zum nächsten Teamspiel seid ihr sicher. Ihr habt bis morgen Zeit, euch Gedanken über euren Team zu machen. So haben die anderen abgeschnitten. Carina, 9 richtige Antworten. Ronald, 9 richtige Antworten. Claudia, 8 richtige Antworten. Janine, 6 richtige Antworten. Tobi, 5 richtige Antworten. Carina und Ronald haben dieselbe Punktzahl. Also unser pseudointellektueller Richter AD und schwanzgesteuerter Senator Ronald hat das gleiche Ergebnis wie die Blondine mit den Riesentitten. Also Glückwunsch an Carina, dass sie auch mit dem Vorurteil aufgeräumt hat, dass dicke Brüste und die Haarfarbe irgendetwas mit Intelligenz zu tun haben. Ich bin die schlauste Frau hier. Unfassbar. Mit wie vielen Punkten? 9. Och, das ärgert mich jetzt. 1 Punkt. Das hat sich Carina selbst vernichtet. Was ist der Sohn meiner Schwester? Da habe ich Nichte gesagt und mich dann erst korrigiert und Neffe gesagt. Und ich glaube, hätte ich direkt Neffe gesagt, wäre ich jetzt Kapitän, weil ich war, denke ich mal, schneller als Matthias. Und das wäre mein entscheidender Punkt gewesen. Ich habe Nichte gesagt anstatt Neffe. Ich hatte falsch, das weiß ich genau. Wie viele Fragen waren es? 15. Was ist ein Veterinär, ist ein Tierarzt? Ja. Nachts sind alle Katzen grau. Ach, Veterinär, natürlich. Das habe ich auch falsch. Oh, weißt du, was mit dem Auge ist? Was ist am Tag? Ein Würfel. Ich freue mich, endlich mal bewiesen zu haben, dass man nicht nur einen dicken Bizeps hat und hier kein Volt. Das heißt, das, was mir immer vorgeworfen wird, ist damit ad acta gelegt. Mögen die Hater für immer schweigen. Tobi, 5 richtige Antworten.